Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Gleich startet Season 1, ihr seht sie gerade schon. 13 Uhr geht's los. Für uns nochmal ganz kurz Zeit, um auf die Patchnote zu kommen, weil wir wissen jetzt quasi alles, was reinkommen wird. Ihr wisst ja schon, dass Heidi kommen wird, sofort, wenn die Season startet, und wissen jetzt auch, wie wir sie freispielen können. Und das wird sehr grindy, Leute, ganz anders, als wir es in der Vergangenheit kannten, weil wir gar keine Amorphe mehr farmen werden müssen. Darauf werde ich gleich eingehen. Es gibt eine Sache, die ich in Bezug auf Heidi noch ansprechen möchte, weil wir wissen ja schon, welche aktiven Fähigkeiten Heidi hat, aber wir wussten bisher noch nicht, welche passive Fähigkeit Heidi hat. Und die finde ich echt sehr, sehr spannend und ist meiner Meinung nach auch einer der besten. Und zwar heißt die sicherer strategischer Rückzug und erhöht den Schwachpunktschaden, umso weiter ihr von einem Gegner entfernt seid, und reduziert den Schwachpunktschaden, umso näher an ihr einem Gegner dran seid. Könnt ihr mir also vorstellen, dass man mit einer Sniper mit extrem hohen Schwachpunktschaden da sehr viel Schaden raushauen kann. Bleibt abzuwarten, was man da für einen Multiplayer bekommt. Und dann wissen wir auch schon, welche Materialien wir für Heidi brauchen. Da will ich einfach mal ein Bild einblenden. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Erstmal Polyatom-Ionenteilchen, das ist relativ easy. Und auch die normalen Carbon-Aktivatoren sind easy. Negativ geladene Ionenteilchen ist nicht ganz so easy, aber sollten wir auch hinkriegen. Und dann wird euch schon auffallen, dass wir für die ganzen Blueprints diesmal nicht nur einen brauchen, sondern 36. Das liegt daran, dass sich da ein wenig was geändert hat. Man kann jetzt Blueprints in den neuen Invasions-Dungeons finden. 3 Stück insgesamt pro Durchlauf, mal 4 pro Tag, sind wir bei 12. Und jetzt denkt ihr euch, 12 nur pro Tag? Das dauert ja ewig, bis ich Heidi freigespielt habe. Daran hat Nexon auch schon gedacht, deswegen kann man auch noch in verschiedenen schweren Infiltrationsoperationen weitere Teile finden. Die werde ich jetzt nicht alle einblenden, das werdet ihr im Spiel sehen. Ansonsten einmal hier die Liste, dann seht ihr, welche schweren Missionen dabei sind. Ich gucke mal gerade, ob irgendwas dabei ist, was ich kenne, was cool ist. Kapelle ist natürlich easy, das kennen wir alle. Caligo kennen wir, Mystery End kennen wir auch, bin ich sehr gespannt, wie viel es da gibt. Da steht nämlich hier nicht, Besiegen von Monstern in schweren Infiltrationen. Könnt ihr mir vorstellen, dass da immer nur einen gibt. Also es wird auf jeden Fall sehr grindy heute. Wenn ihr da dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken, da werde ich gleich auf jeden Fall live sein. Zu Beginn von Season 1 wird natürlich nicht alles sofort frei sein, sondern wir müssen eine Questline abschließen. Und so wie ich es auch schon vermutet habe, wird diese Questline erst freigespielt, wenn ihr alle Hauptmissionen durchgespielt habt. Das heißt, wenn ihr das Spiel einmal auf normal durchgespielt habt, dann wird die Quest Mysteriöse Phänomene freigeschaltet, fortgesetzt, und dort können wir das neue Fortschrittssystem, wovon ich ja schon berichtet habe, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen werden, freischalten. Und natürlich die Invasions-Dungeons. Das heißt, erstmal die Quest machen für alle Leute, die schon durch sind. Und dann geht's los mit den Invasions-Dungeons und auch mit dem neuen Fortschrittssystem, was man ja mit diesen Partikeln leveln kann. Auf die Invasions-Dungeons will ich jetzt nicht nochmal eingehen. Das wisst ihr alle schon. 2 Stück pro Tag random von den Dungeons, die wir haben. Und die könnt ihr dann jeweils zweimal abschließen. Dort bekommt ihr, wie gesagt, 3 Blueprints von Heidi und Partikel. Leider wissen wir noch nicht, wie viele Ironheart Partikel wir bekommen pro Invasionsmission. Allerdings wird es auch Field-Missionen geben, die ebenfalls Ironheart Partikel geben. Das heißt, ihr könnt auch nicht nur täglich 4 Dungeons machen, sondern zusätzlich andere Operationen, andere Missionen, um diese Partikel zu farmen. Und jetzt nochmal ein spannendes Foto, was in den Patch Notes mit drin ist. Dort bin ich sehr gespannt reinzuschauen, welche Effekte und Zusatzfähigkeiten wir bekommen werden in diesen Invasions-Reinforcement-Fortschrittskatalog. Da bin ich sehr gespannt, wie sich auch jeder Charakter neu spielen lässt mit diesen neuen Fähigkeiten. 2 neue Module für Luna kommen raus. Wir haben ja bisher nur 2 bekommen. Gibt 2 neue. Einmal ein Overall-Modul, was sobald ihr einen Lautsprecher, also irgendeinen Buff zündet, noch ein zusätzlicher Buff für nahe Verbündete kommt. Und dann nochmal ein Modul, was mehr auf Angriff geht und euren Schusswaffenschaden und Schwachstellenschaden erhöht. Bin ich sehr gespannt, ob man damit dann Luna vielleicht noch ein bisschen anders spielt. Ich bin ja aktuell nicht so der größte Luna-Fan, weiß aber natürlich, dass Luna sehr gut ist, wenn man mit ihr gut umgeht und da den richtigen Bild hat. Bin ich sehr gespannt, ob sie sich damit nochmal anders spielt, so dass es mir dann eventuell auch
Passt. So, und dann bekommen wir natürlich einen neuen Battle Pass. Der letzte Battle Pass hatte relativ viel Kritik abbekommen, weil teilweise Belohnungen da drin waren, die nicht so ganz geil waren. Wir wissen ja schon, dass wir eine neue Waffe durch den Battle Pass bekommen, so wie im letzten Battle Pass auch. Die Excavar, da hatte ich ja euch ja schon im letzten Video erzählt, was die genau kann. Was ich aber ganz cool finde, ist einerseits hier diese Rückentrophäe mit der Katze. Die finde ich irgendwie ganz witzig. Und allgemein glaube ich, wird der Battle Pass dieses Mal sehr viel belohnender sein, als es in der letzten Season war. Was es jetzt genau im Battle Pass gibt, wissen wir noch nicht. Natürlich Cosmetics und so weiter. Aber sollen wohl auch bessere Materialien drin sein, die wir auch wirklich nutzen können. Nur damit ihr es mal gehört habt, es kommen natürlich auch sehr viele neue Skins mit in den Shop. Da habe ich leider noch keine Fotos zu. Aber Haley bekommt natürlich Skins. Ajax bekommt einen neuen Skin. Es gibt männliche und weibliche Skins. Neue Farben wurden hinzugefügt. Alpha, damit ihr es mal gehört habt, da wird es auf jeden Fall nochmal sehr viel kommen. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, da könnte bestimmt was Cooles mit dabei sein. Ja, und dann gibt es noch sehr viele Hotfixes bzw. Balanceänderungen. Da werde ich nicht auf alles eingehen, weil das wäre zu viel, aber mal auf die wichtigsten. Erstmal finde ich ganz spannend, dass in den Missionen, ich glaube fast in allen Missionen, ich glaube sogar in allen Missionen, wurden Objectives ausgetauscht oder ersetzt oder wegrationalisiert. Also alle Missionen, die wir hatten, also diese großen Missionen, Infiltrationsoperationen, werden sich jetzt anders spielen als zuvor, was eventuell auch dazu führt, dass man mit Bunny nicht mehr durchrennen kann. Mit den Invasionsmissionen könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine gute Synergie ergibt. Also wundert euch nicht, wenn einige Missionen sich jetzt entweder langsamer oder schneller anfühlen. Da bin ich sehr gespannt, was da genau geändert wurde. Hier steht nur, was das etwas ersetzt wurde, aber nicht, was neu dazugekommen wurde. Also da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Was aber ganz cool ist, ist, dass die Erfahrung erhöht wurde, das Gold wurde erhöht. Also insgesamt die Belohnung für die Infiltrationsoperation wurde hier erhöht. War auch bitter nötig, weil bislang hatten wir das eigentlich nur gemacht, um Morphe zu bekommen oder Stabis. Und jetzt kann man es tatsächlich auch machen, um zu leveln. Gerade weil ja einzelne Spots so extrem krass waren mit dem Leveln, war es ganz wichtig, dass die Operationen da ein bisschen angehoben wurden, um das Level und das Gold ein bisschen auszugleichen. Es gibt einige Missionen, wo es relativ schwierig ist zu sehen, wo man lang muss. Und dafür wird es jetzt, wenn ihr den Scanner nutzt, eine kleine Linie geben, die euch sagt, ey, da und da musst du lang. Gerade bei dem Biolabor und so ist mir das aufgefallen, dass es gerade, wenn man das erste Mal spielt, sehr verwinkelt sein kann und man nicht weiß, wo man lang muss. Finde ich ganz cool, dass das hinzugefügt wurde. Eine Sache, die, glaube ich, auch ganz viele freut, ist, dass wir nicht mehr geportet werden, wenn ihr in einen Außenposten reinlauft. Das war echt nervig, weil man wurde dann von einem Post, also in dem Außenposten ging man rein und dann wurde man 3 Meter irgendwo anders hingeportet. Das wird sich begeben bei den Außenposten. Finde ich ganz gut, dass sie das jetzt auf jeden Fall mit reingenommen haben. Ist natürlich eine Kleinigkeit, aber es war schon sehr nervig. Ich lese es hier zwar, aber ich kann es noch nicht so ganz glauben. Wir wissen ja schon, dass nochmal die Kristalle beim Turm erhöht wurden, damit man einmal einen Turm macht, um einmal einen leeren Fusionsreaktor zu zünden. Aber hier steht jetzt, dass man nur noch eine Art Scherbe benötigt, um den Fusionsreaktor zu zünden. Das heißt, nur noch Monomer, nur noch Polymer, nur noch organisch oder nur noch anorganisch. Da bin ich wirklich gespannt, ob das wirklich so ist, weil das wäre auf jeden Fall nochmal ein sehr krasser Change. Würde auch bedeuten, dass auch Türme nur noch eine Art von Materialien, von einer Art von Splitter geben. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob es jetzt sich besser anfühlt oder schlechter. Außerdem können wir jetzt den Fusionsreaktor auch zünden, ohne Material zu haben. Ist ganz wichtig, um die Monster, die sich dahinter befinden, zu besiegen. Da gibt es einige Monster, die wichtige Materialien fallen lassen zum Forschen. Deswegen ganz cool. Und auch die Zeiten, die Spawnzeiten, um die Gegner zu spawnen, wurde verkürzt. Und auch diese Rekonstruktionsbälle, wo ihr eure Morphe ausgeben könnt. Wenn ihr das genutzt habt, dann bleibt das nicht bei 5 Minuten stehen, sondern wird nach 10 Sekunden despawned. Auf jeden Fall eine insgesamt sehr coole Änderung zu diesem ganzen Void, leeren Splitter, Fragmente, leeren Fusionsreaktor. Ding, bin ich sehr gespannt, ob sich das jetzt sehr viel besser anfühlt. Es liest sich auf jeden Fall sehr gut, wie es in den Patch Notes steht. Dann hatte ich ja schon gesagt, dass man jetzt mehrere Module auf oder mehrere verschiedene
Sockel auf einem Modul drauf haben kann. Deswegen einfach mal hier im Foto, da seht ihr das super. Finde ich ganz cool gemacht. Ihr könnt jetzt auch in den drei verschiedenen Settings verschiedene Modulsockel, die ihr reingepackt habt, mit reinnehmen. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass es Sinn macht, einen Charakter mehr als nur 8-mal zu leveln, sondern vielleicht 10, 11, 12, 13 Mal und gibt dem Charakter mehr Tiefe. Aktuell ist es ja zumindest für mich so, da ich bei einem Charakter auf einem Bild festsetze, zum Beispiel Ultimate Lepic auf mein Ultimate Lepic Bild und habe gar keine Möglichkeit, währenddessen vielleicht mal auf einen anderen Bild zu gehen, der nicht unbedingt nur ein Bosskeller ist, sondern vielleicht mal ein bisschen Variety gibt. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass in Zukunft jeder Charakter die Möglichkeit hat, auch verschiedene Builds zu spielen. Finde ich sehr cool. Und wir können endlich bei der Forschung Mengen eingeben. Das seht ihr einmal hier. Wir können jetzt selber auswählen, wie viele Sperren wir auf einmal forschen wollen. Ich denke mal, das wird dann einfach immer wieder on top, on top, on top mit der Zeit gerechnet. Finde ich sehr, sehr cool, eine sehr coole Änderung. Ich hoffe, das geht auch bei Kristallkatalysatoren, weil dort war es für mich letztens so, dass ich irgendwie 20, 30 von den Bauplänen hatte und dann immer einmal oder zweimal am Tag online gehen musste, um einen zu zünden. Das wäre natürlich sehr viel cooler, wenn man sagt, ey, ich fahre mir jetzt eine Stunde mal die Materialien und dann zünde ich direkt 10 Kristalle durch. Das wäre für die neue Season, weil da wird bestimmt wieder einiges an Kristallen on top kommen. Sehr cool, dass man einfach einmal zündet und dann läuft das eine Woche durch. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Änderung. Eine coole Änderung, nicht dass ihr euch wundert, die externen Komponenten haben jetzt alle unterschiedliche Formen. Vorher waren es ja alles diese Sterne und jetzt gibt es Rauten und Dreiecke. Ich hoffe, dass da in Zukunft noch andere Symbole reinkommen. Aber finde ich schon sehr cool, dass sie da jetzt nochmal Änderungen reingepackt haben. Sah immer so ein bisschen wie ein Platzhalter aus. Overall gab es jetzt andere Visuals für die verschiedenen Komponenten auch. Finde ich ganz cool, dass da nochmal nachgebessert wurde. Man kann jetzt mehr Formstabilisatoren bei sich tragen. Vorher waren es 6. Wie viele es jetzt sind, wissen wir nicht. Wurde nur gesagt, dass sie erheblich erhöht wurde. Ich gehe mal dann von 20 aus, wenn sie sagen erheblich. Vielleicht auch 99, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht mehr so, wenn ihr 6 Formstabilisatoren habt, dass der 7. dann in die Bank geht, sondern ihr könnt die wirklich einfach behalten. Für alle vielen Spieler, die vielleicht so wie ich jetzt schon alles haben und trotzdem weiter gespielt haben. Ihr werdet bestimmt einige Formstabilisatoren haben, die ihr gar nicht benutzt habt. Und da wird so sein, dass in Zukunft ihr viel mehr tragen könnt. Ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Insgesamt wurden viele Visuals geändert, um Anzeigen besser anzuzeigen. Da will ich jetzt nicht auf alles eingehen, das werden wir alles gleich im Spiel selber sehen. Nur, dass ihr wisst, vieles wurde da wirklich nochmal am UI und an dem ganzen Look geändert. Wundert euch dann nicht. Es sieht auf jeden Fall jetzt sehr viel besser aus und sehr viel übersichtlicher. Und dann gab es noch 3 Balance-Änderungen für Jaber, Blair und Ajax, die wurden overall gebufft. Ich will jetzt nicht auf alle Buffs eingehen, weil das würde das Video sprengen. Ist sowieso schon viel zu lang. Aber das könnt ihr euch ja einfach unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch die Patches mal selber durchlesen, einfach auf Deutsch übersetzen lassen von Google. Und dann könnt ihr euch das vorlesen, durchlesen. Ich finde gerade Blair hat extrem viele Buffs bekommen. Und dass auch Ajax so krasse Buffs bekommen hat, wundert mich tatsächlich. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich hoffe, Blair wird dann auch in Zukunft öfter mal gesehen im Spiel. Ja, dann noch einige Bugfixes und das war's. Ich bin unfassbar hooked und unfassbar gespannt, wie lange es dauert, Haley freizuspielen und wie sich die neuen Invasions-Dungeons spielen werden. Was das Ganze mit den Fähigkeiten auf sich hat, die wir jetzt neu dazu bekommen. Wenn ihr, wie gesagt, live dabei sein wollt, dann kommt doch einfach mal auf Twitch. Da bin ich jetzt gerade bei, wenn ihr Fragen habt oder einfach zusammen zocken wollt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr nichts zu The First Descent verpassen wollt und ich sage euch, da wird die nächsten Tage bestimmt einiges kommen, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Natürlich wie immer ein Like auf das Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.